So, wir haben ganz pünktlich 16:30 Uhr und wir freuen uns von Herzen, dass Sie alle da sind. Wir möchten Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Herd Live at School, zu unserer heutigen Herd Live at School Veranstaltung. Mein Name ist Karin Kemmer. Ich bin beim Herd Verlag für das Produkt Herd Campus zuständig und betreue da alle Schulen in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Und bei mir, mit bei der Moderation dabei, ist meine Kollegin Anne. Anne, willst du auch ganz kurz mal was zu dir sagen noch? Ja, gerne. Also mein Name ist Anne Fodera. Ich bin seit 2017 beim Herd Verlag im Marketing-Team und seit letztem Jahr unterstütze ich meine Kollegin Karin vor allem auch im Bereich Schule und freue mich daher besonders über unsere Veranstaltungsreihe Herd Live at School, die so ganz toll angenommen wird und auch heute wieder super viele Teilnehmer dabei sind. Ja, das freut mich sehr. Genau, da kommen wir, glaube ich, auch schon gleich, Karin, zur Agenda. Die ist ganz schnell erzählt. Begrüßung sind wir schon mittendrin und gleich starten wir pünktlich mit dem Vortrag von Björn Adam zum Thema Schulentwicklung und Digitalisierung. Und im Anschluss bleibt wie immer Zeit für Ihre Fragen. Falls es nicht genug Zeit ist für alle Fragen, machen Sie sich keine Sorgen, wir leiten die gerne weiter und genau, wir schauen einfach mal, wie viel Fragen da reinkommen und wie viel Zeit wir dann noch haben. Ganz genau. Wir haben ja So, schon ein genau. bisschen was im Vorhinein gekriegt. Also Fragen haben wir auf jeden Fall, die wir stellen können am Ende. Wir gehen ein bisschen weiter und machen einen kurzen Blick auf die Technik. Wir haben die Mikros heute stumm geschaltet. Das machen wir immer so, um Störgeräusche zu vermeiden. Das ist ein bisschen entspannter für alle zum Zuhören. Wir haben eine Aufzeichnung laufen. Sie bekommen dann im Anschluss an das Webinar bzw. spätestens morgen eine Mail mit der Aufzeichnung und können sich das Ganze auch noch mal in Ruhe angucken oder an Kollegen weiterleiten. Freuen wir uns auch sehr. Und Sie sollen und dürfen natürlich Fragen stellen. Das können Sie über das Bedienpanel tun. Hier in dem Fragefenster geben Sie Ihre Fragen ein. Ich werde mich jetzt gleich rausnehmen und Ihre Fragen im Auge behalten. Und die Anne wird die Moderation übernehmen. Ich wünsche Genau. Ihnen ganz, ganz viel Spaß und ja, Björn, dir viel Erfolg bei deinem Vortrag und sag erstmal Tschüss. Genau. Ich sage wahrscheinlich jetzt einfach noch mal ein paar Worte zu Björn, der aber auch gerne jetzt schon dann gleich dazukommen darf mit Bild und Ton. Also wir freuen uns sehr, Björn Adam heute begrüßen zu dürfen. Björn ist Autor, Speaker und Coach, aber vor allem ist er Gründer des gemeinnützigen Unternehmens Bewirken. Seit 2016 unterstützt Björn und sein Team Schulen und Menschen aus dem Bildungsbereich auf dem Weg zu einem partizipativen Unterricht. Bewirken bietet eine Plattform zum Austausch, gibt Impulse und unterstützt alle Beteiligten mit verschiedenen Fortbildungsangeboten. Und so haben Sie zum Beispiel, habt ihr ein Methodenhandbuch entwickelt mit 50 erprobten Methoden aus der Praxis, um Lehrern und Lehrerinnen dabei zu helfen, ihren Unterricht partizipativ und digital zu gestalten. Und da sagt vielleicht Björn auch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Sein heutiges Thema, wie wir eben schon gesagt haben, ist das Thema Schulentwicklung und Digitalisierung. Und die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt einfach einmal mehr, dass es immer noch ganz brandaktuelles Thema ist. Und ja, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass der Druck und der Wille zur Veränderung aktuell größer ist als je zuvor. Und genau, das sind jetzt meine einleitenden Worte schon gewesen. Wir geben den Ton und das Bild ab an Björn und wünschen viel Spaß beim Vortrag. Perfekt. So, ich glaube, man hört mich, Anne. Vielleicht gibst du mir ein Zeichen, ob man mich hört. Super. Super, Hört und okay. sieht dich. Genau. Ja, ich weiß nicht, man kann es ja noch nicht Abend nennen. Mein Tag war schon relativ lang. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich bin heute zugeschaltet aus dem Haus der deutschen Wirtschaft in Berlin. Wir sitzen eigentlich in Lüneburg, beziehungsweise unser Hauptsitz und ich persönlich, mein Lebensort auch in Lüneburg. Da bin ich normal zu euch zugeschaltet. Tatsächlich gibt es trotz der Situation auch hin und wieder Präsenztermine. Ich begleite die Stiftung Deutscher Wirtschaft, die ja viele spannende Programme auch für angehende Lehrkräfte hat. Das Studienkolleg zusammen, also vielleicht der ein oder andere oder von euch, von Ihnen kennt das vielleicht. Und mit denen arbeiten wir eng zusammen. Deswegen bin ich tatsächlich auch heute hier und hatte so ein bisschen Angst, ob das alles funktioniert. Also einen ruhigen Ort zu haben, WLAN zu haben. Ah,
aber es ist, glaube ich, alles fein. Und insofern will ich gar nicht viele Worte verlieren zu mir, sondern vielleicht nur so viel. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Bewirken oder einer der Gründer und einer der Geschäftsführer, weil das bei uns alles auch sehr, sehr co- und auch gemeinsam abläuft. Wir sind ein 16-köpfiges Team. Wir sind bundesweit tätig. Wir sind eine gemeinnützige Organisation. Ganz wichtig. Das heißt, wir sind purpose-driven. Klar müssen wir das, was wir tun, auch in irgendeiner Form Ressourcen bekommen. Aber keiner kann daran gewinnen, sondern nur die Gesellschaft. Und in dieser Form bin ich auch heute hier und möchte einfach so ein paar Gedanken mitbringen, die für uns wichtig sind in Schulentwicklungsprozessen, die wir begleiten, für uns wichtig sind in Lehrkräftefortbildungsprogrammen, die wir durchführen. Und tatsächlich sind wir bundesweit auch mit ganz vielen Kultusministerien und nachgelagerten Behörden, also das heißt den Akademien, den Landesämtern und so, in enger Kooperation und teilweise auch in Auftragsarbeit unterwegs und begleiten auch die BeraterInnen-Systeme eben genau in diesen Fragen, um die es auch heute unter anderem gehen soll, eben wie gute Schulentwicklung und Beratung aussehen kann, wie kriegen wir jetzt diesen, ich sage mal, größten Schulversuch aller Zeiten, also die Corona-Pandemie, hat viele negative Effekte und wir werden die nächste Dekade damit beschäftigt sein, das aufzuarbeiten, wirtschaftlich, gesellschaftlich, wissenschaftlich. Aber es ist auch ein riesen Trendglas, es ist ein riesen Katalysator für Veränderung. Und wahrscheinlich wie alle hier im Raum, die heute hier zuhören, das aus eigener Erfahrung wissen, egal in welcher Rolle ihr unterwegs seid. Also könnt ihr auch gerne mal im Chat schreiben, würde mich interessieren im Nachgang, welche RollenträgerInnen hier heute so sind. Es bedeutet, dass ihr in den letzten 2 Jahren so viel anders gemacht habt wie vorher wahrscheinlich noch nie und wahrscheinlich auch wie in den nächsten Jahren nicht. Das ist also ein guter Erfahrungshorizont, um auch wirklich jetzt in Veränderungen zu gehen. Genau, ich selbst bin Organisationsentwickler. Ich habe Wirtschaftsrecht studiert, aber bin auch vor meiner Zeit im Bewirken. Also uns gibt es jetzt seit 5 Jahren tatsächlich. Wir feiern dieses Jahr unser 5-jähriges. Auch davor war ich schon im Coaching und im Organisationsentwicklungskontext tätig. Und deswegen bin ich auch bei uns im Team quasi so der Verantwortliche für den ganzen Schulentwicklungsbereich, auch für die großen Programme, die wir da fahren und aufbauen. Und aus der Brille habe ich versucht, mal rauszufinden und bringe das quasi mit, kondensiert, was ich glaube, was vielleicht als Gedankenanstoß für das Thema in Schulentwicklung und Digitalisierung für euch spannend sein kann. So, ich versuche mal, meinen Bildschirm zu teilen. Also, wir haben darüber gesprochen, in der Vorbereitung, okay, Schulentwicklung, Digitalisierung, so einen Titel zu finden, der das greift und so ein bisschen ist der Untertitel ja, was braucht es eigentlich für eine erfolgreiche Veränderung in Schule für das Thema und sprechen wir eigentlich von Digitalisierung von Schule oder sprechen wir von was anderes? Es ist eben ein größeres Thema als jetzt das Stichwort Digitalisierung, weil damit verstehen wir ja meistens direkt auch die Digitalisierung von Prozessen oder die Einführung von Hard- und Software. Da würde ich gerne mit euch heute einmal drauf gucken und auch wenn wir wahrscheinlich eine sehr große Runde sind, ich weiß nicht, wie viele jetzt heute hier zugeschaltet sind, ich glaube, Anmeldungen gab es um die 300 Stück, vielleicht sind jetzt so aus Erfahrung so die Hälfte heute hier, aber schreibt trotzdem gerne eure Fragen rein und dann gucke ich, ob ich darauf eingehen kann und ansonsten auch im Nachklapp quasi meine Kontaktdaten und auch die Folien teilen wir gerne und dann bin ich auch ansprechbar. Zu uns hatte ich schon ein bisschen was gesagt, aber wer uns noch nicht kennt, wollte ich nur ganz kurz senden, dass unsere Mission ist und das, was wir alles tun, ich habe ja so ein paar Dinge schon gesagt, einfach darauf einzahlen, dass wir gemeinsam mit euch, ob jetzt Schulleitung seid, Lehrkraft, eben Schule verändern wollen und das ist eben auch tatsächlich unsere Mission und darauf muss auch alles einzahlen, was wir tun. Ich würde mal sagen, guckt auf unsere Webseite, tatsächlich habe ich erfahren aus dem Team, dass unsere Webseite seit heute Morgen down ist, Thema Digitalisierung. Wir haben tatsächlich schon mal Probleme mit dem Hoster, der da irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt hat und jetzt die Last ein bisschen einbricht. Aber ihr könnt auf jeden Fall, hoffe ich, dann heute Abend trotzdem mal einen Blick drauf werfen, wenn ihr neugierig seid, was wir denn so tun. Ja? Und das ist einiges, obwohl wir nur ein 60-köpfiges Team sind. Und wenn ihr eben Unterstützung braucht, also wir verstehen uns als Begleiter in den Themen, die ihr habt, dann meldet euch einfach gerne bei uns. Und wenn wir nicht helfen können, dann weisen wir euch den Weg quasi, wer euch vielleicht besser helfen kann. Für mich, um das vielleicht mal einzuführen, das Thema, also Schulentwicklung, Digitalisierung oder die Digitalisierung von Schule, muss man, glaube ich, einen Schritt zurücktreten und keine Sorge, ich wollte jetzt tatsächlich keinen Vortrag über gesellschaftliche Megatrends und Umwälzungen machen, auch wenn das tatsächlich, glaube ich, sehr spannend wäre, sich das auch im Kontext Schule mal anzugucken. Aber wenn wir auf Schulen stoßen und so bauen wir auch unsere Programme, ist es immer wichtig zu gucken, in welchem Kontext findet es eigentlich statt.
Es ist ja jetzt kein Selbstzweck zu sagen, wir digitalisieren Schule oder auch wenn wir eine Schule begleiten, wir machen jetzt mal ein bisschen Veränderung, weil es irgendwie on vogue ist oder weil es vielleicht mal angebracht wäre, sondern es hat ja auch bestimmte Umweltfaktoren in Gesellschaft und im Umfeld der Schule, also das heißt auch die Region, die Stadt, die Kommune, warum es durchaus sinnvoll ist, auch strategisch nochmal zu hinterfragen, was genau ist der Zweck dieser Schule, worauf zahlt der ein, welchen Schwerpunkt hat diese Schule und deswegen ist Transformation nie losgelöst, sondern hat immer ein Umfeld. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich heute senden möchte, ist so ein bisschen die Botschaft, dass wir es eigentlich hier, und da komme ich auch dann gleich drauf, ist mit einem ausgewachsenen Lernkulturwandel zu tun haben. Also egal, ob es jetzt um Medienentwicklungspläne geht oder wenn das Stichwort Digitalisierung fällt, Digitalität im Lernen, am Ende landen wir in allen Schulentwicklungsprozessen bei den Grundsatzfragen, wie der Lernort Schule gestaltet ist und welche Ziele er verfolgt und auf was er einzahlt gesellschaftlich. Und dann merkt man ganz schnell, dass es eben ganz weit weg ist von den Fragen, ob wir jetzt diese oder jene Hardware benutzen oder ob wir ein Schulorganisationstool einführen oder nicht, sondern dann hat es mit der Frage zu tun, wo wollen wir als Lernort eigentlich hin? Und das ist deswegen so wichtig, weil wir einfach in Gesellschaft, und das erlebt ihr heute, glaube ich, am eigenen Leib, dass wir heute hier in diesem digitalen Raum zusammensitzen, könnt ihr euch ja mal persönlich für euch fragen, wärt ihr vor jetzt 3 Jahren vielleicht, ne, an so einem Mittwochabend, Mittwochnachmittag in so einem digitalen Raum gewesen und hättet so einen Impulsvortrag euch angehört oder eben eher nicht? Und dann merken wir ganz schnell, wie rasant so eine Veränderung auch im NutzerInnenverhalten sein kann oder in dem, was auch Schülerinnen und Schüler, ne, privat in der Freizeit oder in der Rolle Schülerinnen und Schüler tun. Wichtig, und das ist nicht erst seit heute so, sondern es ist ein Trend, der einfach nur rasanter vorwärts geht, auch weiter in die Zukunft, dass einfach Wissen und Informationen jederzeit verfügbar sind. Ne? Im Gegenteil sogar auch überverfügbar, also ständig, teilweise ungefiltert oder tatsächlich auch unaufbereitet, ne, Informationen. Und dann haben wir auch diese Bubble-Kultur. Ne? Aber wir haben auf jeden Fall jetzt diese ständige Konfrontation mit dem Wissen. Wir haben mittlerweile, und das merken wir auch alle in unserem Alltag, in der Nutzung, als Kundinnen und Kunden von zum Beispiel Telekommunikationsdienstleistungen. Viele Sachen sind mittlerweile automatisiert. Algorithmen übernehmen Aufgaben, ne, die Menschen vorher getan haben. Viele große Versicherungen haben tatsächlich keine, also als ein Beispiel, ne, weil ich auch manchmal mit Banken und Versicherungen arbeite, haben keine Erstprüfung mehr mit Menschen, sondern machen das alles maschinell mit Algorithmen. Das heißt, erste Schadensanalysen finden schon komplett automatisiert statt, ne? Und das sind Themen, da sind wir auch beim Lernen, das heißt das Begreifen, was das bedeutet, als auch das Nutzbarmachen dieser Technologie noch ganz weit entfernt. Und das verändert letztendlich auch unser Lernen. Und das Dritte, wo wir tatsächlich auch, wenn wir mit Schulen sprechen, aus den Erlebnissen der Pandemie ganz schnell merken, dass da auch einfach so ein Clash ist von Erwartungen der Schulbehörden und das, was möglich ist und das, was vielleicht interessant wäre zu tun. Also durch das Digitale haben wir die Möglichkeit, auch mit Menschen außerhalb Deutschlands, mit Menschen quer über den Globus, mit Schülern und Schülern anderer Schulen in Kontakt zu treten, Lerngruppen zu bilden, vielleicht Unterricht zu erleben und in jedem Fall aber auch asynchron, zum Beispiel Thema Lernvideos, Lerngruppen zu nutzen. Und das sind Riesenpotenziale und das nutzen Jugendliche, junge Menschen und ja, wir auch als Erwachsene jetzt schon tagtäglich in anderen Kontexten. Und das macht was mit dem Lernverhalten und das erschließt ja eben riesige Potenziale auch. Heißt, und wie gesagt, Corona war da ein Brennglas, ist ein Katalysator und Schule ist nicht der einzige Kontext, in dem das so ist, sondern es gibt viele andere Branchen, die wirklich auch sehr leidvoll erleben mussten in den letzten 2 Jahren, was es bedeutet, wenn solche Umweltfaktoren auch ein komplettes Geschäftsmodell, eine komplette Daseinsberechtigung, ne? Wir denken an Gastronomie oder an Veranstaltungsbranche auch hinterfragen oder auch wirklich obsolet machen und wirklich so einen Bereich auch durchschütteln. Und Ähnliches ist Schulen widerfahren und das erleben wir in allen Gesprächen, die wir haben in diesen Schulentwicklungsprozessen. Wir haben einfach wirklich diese Erkenntnisse, die aus der Corona-Pandemie erwachsen, verändern die Haltung, wie wir mittlerweile in solche Transformationsprozesse auch in Schule gehen. Ich zeige die Bilder, die ich jetzt zeige, sehr gerne und habe ich auch schon vor 5 Jahren, als wir gestartet sind,
habe ich ein ähnliches Set an Bildern in der Präsentationsfolie gehabt, um mal zu verdeutlichen, auch wenn das ein bisschen überspitzt ist, ne, weil es passiert ja auch sehr, sehr viel. Es ist auch vor Corona in einigen Schulen vieles passiert. Es gibt tolle auch Modellvorhaben und Konzepte und Projekte in Schulen. Nichtsdestotrotz, wenn wir das Wort Schule in den Raum schmeißen, dann kommen tatsächlich Assoziationen. Also wir haben das auch schon mal experimentmäßig in Workshops gemacht, die häufig diese Art von Klassenraumsituation beschreiben und auch die Art und Weise, wie so ein Klassenzimmer aussieht, ne? Und wenn man sich das über die Zeit, also so vor circa 100 Jahren, anguckt und wenn man jetzt hier guckt, das ist ein Bild, das ist mittlerweile auch schon 6 Jahre alt. Das ist aus so einem Tablet-Modellprojekt, wie man sich anguckt, wie hier Digitalisierung als Modellvorhaben verstanden worden ist oder beschrieben wird, wo die Ähnlichkeit vielleicht auch sogar von vor 100 Jahren ist. Und ihr könnt ja für euch mal abprüfen, wie die Schule tatsächlich auch, wenn man jetzt reinkommen würde, wie sie aussieht, wie sie heute bei euch ist. Und natürlich heißt das nicht, dass da unter der Haube nicht ganz viel passiert ist und auch viel sich verändert hat. Ne, also heute geht niemand mehr mit einem Rohrstock durch die Reihen. Aber trotzdem ist das Lernsetting, und auch im Grunde die Nutzung von bestimmten Lernmedien im Groß, der Schulen unseres Bildungssystems in vielen Bundesländern weiterhin folgt ein Credo und vielen Prämissen, die wir auch schon vor einigen Dekaden genutzt haben, ne? Also das heißt, es sind immer noch viele, wir sagen da auch manchmal in der Organisationsentwicklung, Glaubenssätze an, was Lernen eigentlich ist und wie es abläuft und mit welcher Haltung wir auch den Lernenden begegnen, die dringend auch, und das machen ganz viele Schulen jetzt dieser Tage, dringend auch quasi einem Update bedarf, um sich zu hinterfragen, wenn wir jetzt diese ganzen technischen Möglichkeiten haben, wie sieht denn ein Lernraum eigentlich aus und welche Verantwortung tragen auch die Lernenden in diesem Lernraum für ihr eigenes Weiterkommen, für ihr eigenes Lernen? Wir haben tatsächlich letztes Jahr auch noch mal ganz kritisch auf diese Themen geguckt in einer Umfrage letzten Sommer. Wir haben tatsächlich in 3 Bundesländern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, in Kooperationsprojekten insgesamt über 5.000 Jugendliche befragt zu Themen der schulischen und außerschulischen Teilhabe und der digitalen Teilhabe. Und da sind auch ganz viele spannende Erkenntnisse für den Schulkontext entstanden. Und ich dachte einfach, ich bringe mal so ein paar Punkte mit. Vor allen Dingen ist hier tatsächlich, wenn wir auf den Punkt 1 und auch 2 drauf gucken, hat sich wirklich aus diesen Rückmeldungen der Jugendlichen, und wir haben nicht nur standardisierte Fragen gestellt, sondern aus denen man auch dann wirklich mal so ein paar Tendenzen rauslesen kann, sondern auch offene Fragen. Also wir haben wirklich Arbeit gehabt, die auszuwerten, diese 5.000, über 5.000 Rückläufer, und haben auch aus den offenen Fragen ganz viel rausziehen können. Und wenn ihr neugierig seid, ich weiß nicht, Marius aus unserem Team müsste jetzt hier sein, ich weiß nicht, ob der was in den Chat schreiben kann, vielleicht kann er auch einfach mal den Link zu der Seite posten, auch wenn ihr da jetzt vielleicht nicht draufkommt wegen dem Webseitenthema. Klickt euch da mal rein, also die so komplette Auswertung findet ihr auf der Webseite. Und was wir für uns mitgenommen haben und auch jetzt im Prinzip auch immer allen Akteuren eintrichtern, ist, dass wirklich auch Schülerinnen und Schüler während der Pandemie gelernt haben, teilweise anders zu lernen. Also sie haben festgestellt, was es bedeuten kann, eben auch für den Lernerfolg verantwortlich zu sein, mitverantwortlich zu sein und auch ohne oder mit einer anderen Art von Betreuung der Lehrkraft auch trotzdem Schritte gehen zu können, sich Themen zu erarbeiten, ne? Und wir wissen alle, das wisst ihr für euch, das hat mal gut, mal weniger gut funktioniert. Das ist auch von großen Problemen begleitet gewesen. Und es kann natürlich auch kein Dauerzustand sein, zum Beispiel hybrides oder Remote-Lernen, also Fernunterricht. Aber da steckt ganz, ganz viel Musik drin. Und es gibt auch ganz viele Schulen, die deswegen jetzt sich auch angefangen haben, auf den Weg zu machen in so eine Art von Lernbegleiterrolle, in so eine Art von anderer Lernraum, wo die Schülerinnen und Schüler immer mehr und mehr Eigenverantwortung übernehmen. So, da springe ich jetzt mal kurz drüber. Das sind nämlich so Ergebnisse aus der Auswertung, die könnt ihr euch gerne in Ruhe auf der Webseite dann nochmal angucken. Ich wollte es nur einmal hinweisen, es ist, glaube ich, wichtig, es gibt auch noch ein paar andere spannende Jugendpanels und Erhebungen, die man sich mal angucken kann, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was für eine Musik da jetzt heute auch schon drin ist. Was heißt das also, wenn wir uns jetzt angucken, dass Digitalisierung von Schule oder Schule Digitalität eigentlich heißt, dass wir über einen Lernkulturwandel sprechen, weil es eben nicht nur darum geht,
Organisationsfragen zu digitalisieren, Prozesse, nicht nur darum geht, andere Medien zu nutzen, also Endgeräte zum Beispiel, digitale Lernräume, digitale Lernmaterialien etc., sondern dass wir uns die Frage stellen können, was braucht es für ein Lernen eigentlich für diese Digitalisierung der Gesellschaft? Und das sind ja diese Megatrends, die ich vorne aufgelistet habe, so als Gefühl. Und darauf muss das einzahlen, was wir in Schule tun. Und dann können wir nämlich auch diese Chance von der ganzen Hardware, die jetzt überall rumliegt oder die auch, sagen wir mal, in den ersten Tests auch verwendet wird, dann können wir die auch effizient nutzen, ne? Weil dann entfaltet sich erst das konkrete Potenzial. Wir haben für uns so drei Kernhandlungsfelder identifiziert als Organisation. Da sind wir nicht alleine, da gibt es ganz vielen Akteuren so im Feld, auch teilweise die Landesinstitute und Kultusministerien fangen an, das sind jetzt nicht die gleichen, aber in ähnliche Handlungsfelder zu denken, die wichtig sind, an denen wir arbeiten müssen, auch in Schule, um genau diesen Übergang von dieser Lernkultur in die Digitalität meistern zu können. Der erste Aspekt ist die Rolle der Lehrkraft, also das heißt der Lernkulturwandel, die Rollenveränderung der Lehrenden und auch der Schüler, also der Lernenden natürlich. Und das nur so als Gedanke, da könnte man jetzt auch ganz tief einsteigen in das Thema, aber was heißt denn jetzt eigentlich Lernbegleitung? Das heißt tatsächlich, das ist eben nicht nur die eine kleine Rolle, die eine Lehrkraft vielleicht schon immer haben sollte und muss, sondern es heißt wirklich eine Veränderung der Tools, der Methoden und der Haltung, dass ich quasi nicht mehr im Endeffekt komplett verantwortlich bin für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler und auch nicht für die Wissensweitergabe, sondern tatsächlich eher so eine Art Facilitation-Rolle habe für den Lernraum. Und das ist trotzdem jede Menge Arbeit. Das heißt nicht zurücklehnen und zugucken, sondern gute Lernprozesse zu bauen, gute Feedbacks und Rückmeldungssequenzen zu haben, gut Inhalte vorzukuratieren, aufzubereiten. Also das steckt da alles mit drin. Das bedeutet auch, im zweiten Handlungsfeld, dass wir uns über die Art der Lernformate und Lernräume unterhalten müssen, also Thema partizipative Lernformate und Lernräume, die eben auch beispielsweise selbstorganisiertes Lernen, problemorientiertes Lernen unterstützen und auch die Kompetenz vermitteln, wie das funktionieren kann. Ne? Und als Beispiel habe ich euch nur mitgebracht, wer es noch nicht kennt, auch im Nachklapp, geht da mal rein, googelt das mal, das Thema Kanban-Methode oder auch Lernboards, was man sowohl für einzelne Schüler nutzen kann, als auch für ganze Klassenverbände oder für die Aufbereitung von Unterrichtssequenzen. Ganz spannendes Tool, was eben Selbstorganisation unterstützt und eben so eine neue Möglichkeit schafft. Oder auch Design Thinking als, das ist so ein Lernformat, in dem ich arbeiten kann, wo ich eben in 6 Schritten von einem Problem, also einem Thema, das ich mir näher angucken möchte, hin zu auch ersten Lösungen kommen kann. Was könnten wir denn jetzt umsetzen oder was ist dafür dieses Thema wichtig? Also das ist auch ein typischer Modus, in dem tatsächlich auch Unterricht Turnieren stattfinden kann. Ne? Also immer in so Design Thinking Sprints, auch Themen im Unterricht aufzuarbeiten. Und natürlich heißt das, dass man auch weiterhin Themen vorgeben muss und Lernziele. Aber das bedeutet, dass sich in so einer Art von Prozessrahmen beispielsweise Schülerinnen und Schüler viel selbstständiger dann von Prozessschritt zu Prozessschritt langhangeln können und sich so ein Thema auch selbst erschließen. Wir machen das sehr erfolgreich mit ganz vielen Schulen zum Ausprobieren und ganz viele Lehrkräfte, mit denen wir zusammenarbeiten, die das dann ausprobieren, melden uns auch zurück, dass sie anfangen, das eben auch mit anderen Themen auszuprobieren. Und da gibt es auch ganz viele tolle Materialien, die man sich downloaden kann oder tolle Lernboxen und Möglichkeiten. Wir haben da auch was im Angebot. Ich würde sagen, das ist vor allen Dingen für das Thema, wie verändern wir unsere Schule interessant, was wir dazu haben. Also Thema wirklich auch mit den Schülerinnen und Schülern mal Ideen erarbeiten, wie sie die eigene Schule verändern wollen. Das haben wir auch in so einem Design Thinking Prozess aufbereitet. Aber es gibt ganz tolle Lernunterlagen auch von anderen Organisationen, zum Beispiel baut eure Zukunft und so. Da könnt ihr quasi fertiges Material zu diesem und zu dieser Unterrichtsform auch bekommen. Und der dritte Punkt, der ganz wichtig ist, das Thema Lernen in der digitalen Welt. Also das heißt wirklich die Möglichkeiten, die wir haben, also das heißt Lerntools und auch digitale Medien, beispielsweise für das asynchrone Lernen, also das heißt Lernvideos zum Beispiel zwischen den Unterrichtssequenzen oder sowas, das, was jetzt all in den Schulclouds auch schon Dinge zu tun, was man mit Moodle alles machen kann und ähnlichen Lernmanagementsystemen, dass man anfängt, eben die Zwischenräume des Lernens auch besser zu gestalten und auch besser so einen Prozess hinzukriegen, der nicht nur im Unterricht, in der Sequenz, wo man zu 30, zu 25 zusammensitzt, lernt, sondern auch in kleineren Gruppen oder auch selbstständig.
So, jetzt haben wir, wenn wir das mal abschichten, so als letzten Punkt für heute auch noch mitgebracht, so ein paar Gedanken zum Thema Schulentwicklung. Also wenn wir jetzt gucken, diese gesellschaftlichen Trends, die Notwendigkeit und auch die Chancen, was das ne, für uns als einzelne Schule heißen kann, wenn man sich das anguckt und wenn man sich so ein bisschen anschaut, was das pädagogisch-didaktisch eben bedeutet, in welchen Handlungsfeldern, also Thema Lernbegleiterrolle, Thema partizipative Unterrichtsformen und auch Thema Digitalität im Unterricht. Wenn man sich das anguckt, was heißt denn das jetzt für so einen Schulentwicklungsprozess? Ne? Also worauf muss man denn achten oder in welchen Dimensionen kann und muss man da denken? Ganz wichtig ist, glaube ich, und das erleben wir immer wieder, sich am Anfang oder auch wenn ihr vielleicht schon mitten auf so einem Weg seid gerade, wirklich einmal auch Zeit zu nehmen. Ich sage nochmal gerne mal kurz auf die Bremse treten, zwei Schritte zurückzugehen, sich das auch mal überspitzt gesagt von außen betrachten, wirklich die verschiedenen Felder, die das betrifft in der eigenen Schule. Also eben nicht nur das Thema Unterricht, sondern auch das Thema Schulorganisation. Und das Ziel, also die Strategie, wohin unsere Schule sich eigentlich entwickeln soll. Das betrifft aber auch das Thema Schulleben, also das auch, was vielleicht nicht sich im Unterricht abbildet, was aber drumherum ganz wichtig ist für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Das bedeutet auch, sich die Fragen zu stellen, wie Kooperation mit dem Umfeld der Schule, also mit außerschulischen Bildungspartnern für den Ganztag, Schulsozialarbeit, Eltern, den Netzwerken, den Unternehmen vor Ort sein kann. Es gibt viele spannende Projekte auch dazu, wirklich dieses Umfeld ganz stark zu nutzen, auch für die Schulentwicklung. Ne? Also auch die wirklich sehr früh einzubinden und mitzunehmen auf dem Weg. Da steckt Know-how, da steckt Ressource, da steckt ganz viel Möglichkeit. Und als fünften Punkt das Thema Raumplanung, der Raum als dritter Pädagoge, also zu gucken, wie kann der Raum eine Rolle spielen für diese anderen Themen, die ihr beim Thema Unterricht, Schulleben, Schulorganisation angeht und dem auch wirklich Fokus und Raum zu widmen, darauf zu gucken, wie können wir selbst mit einem geringen Budget oder keiner Möglichkeit des Schulneubaus mit den stehenden Mitteln, und da gibt es ganz tolle Beispiele, wo das funktioniert hat, auch wirklich Räume umgestalten, umnutzen, uns ein bisschen neu sortieren. Das ist alles nicht einfach, das erleben wir immer wieder. Das ist auch manchmal ein bisschen Schmerz, das bedeutet ein bisschen Gehirnschmalz, wie man das hinkriegt, auch Bereitschaft von allen Beteiligten, aber ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man diesen Punkt hat, wo man sagt, wir gehen mal zwei Schritte zurück und ich sage, man könnte jetzt sagen 360 Grad oder wir gucken uns mal wirklich alle Handlungsfelder an, diese fünf Handlungsfelder, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, was für die Dimension, ne, also wie stark so ein Schulentwicklungsprozess, so eine Veränderung auch in der eigenen Schule letztendlich sein kann oder sein muss, damit man wirklich sagen kann, okay, wir sind hier auf dem Weg des Lernkulturwandels. Ne? Und es ist nicht nur so eine Frage von Mediennutzungsplan, Medienentwicklungskonzept und der Nutzung der bestehenden Hardware, sondern wir gucken so auf wirklich 5 bis 10 Jahre, wo wollen wir da als Lernraum eigentlich sein. Ich habe das mitgebracht, aber das ist, glaube ich, führt zu weit, da mal reinzugucken. Was heißt das? Also einfach nur beispielhaft hatte ich immer Strategie und Organisation, das Thema Unterricht reingebracht, damit ihr ein Bild dafür bekommt, ein Bild davon bekommt, was das eigentlich heißt. Also wenn man sich diese 5 Felder beispielsweise anguckt, um so ein 360-Grad-Gefühl zu bekommen, welche Bereiche der Schule das betrifft, was kann man da dann eigentlich so tun? Und das hier sind einfach so ein paar Beispiele, wirklich ganz konkret, was man tun kann als erste mögliche Schritte oder als mögliche Bausteine. Ne, das ist jetzt schon inhaltlich teilweise, also das heißt, es ist jetzt nicht als Copy and Paste zu verstehen für euch, sondern einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, auf welcher Inhaltsebene, auf welcher Dimension spielt das eigentlich eine Rolle. Ne? Und hier auch nochmal zum Thema Unterricht. Also was heißt das konkret, wenn man sagt, okay, Unterricht weiterentwickeln in diese Richtung, welche Dinge kann man da vielleicht auch ausprobieren? Was für mich vielleicht so als abschließender Punkt, was ich euch gerne mitgeben wollen würde für heute, was ich schon anfangs gesagt hatte, zum Thema gesellschaftliche Dimension und warum tun wir das eigentlich? Ich glaube, und das erlebe ich immer wieder in diesen Startphasen von Schulentwicklungsprozessen, die wir begleiten, die meisten Schulen haben zwar Schulprogramme oder so ein Wertekonstrukt, Leitbilder, und es gibt auch manchmal coole Ideen, was die nächsten Schritte sein könnten für neue AGs oder so. Was wir aber meistens nicht vorfinden und was wir dann tatsächlich als ersten Schritt auch erarbeiten, ist ganz, ganz konkret drauf zu gucken, was ist das eigentlich für eine Vision und was für konkrete Ziele steckt sich diese Schule eigentlich für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Wo will man da wirklich sein? Und das auch konkret runterzubrechen. Und das ist
nicht so ein einfacher Prozess. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Ich bin am meisten mit den SchulleiterInnen, Schulentwicklungsteams unterwegs, auch in zwei, drei Haltepunkten, um sowas zu arbeiten. Aber dass man sich wirklich ganz klar hat, welchen Berg wollen wir da eigentlich besteigen und wie genau sieht die Reise dafür eigentlich aus. Ja. Das würde ich euch mitgeben und das unterschätzen die meisten am Anfang, sagen, ja, wir können ja ganz schnell und wir haben ja schon einen Plan und das haben wir alles, können wir überspringen, lasst uns loslegen, hier sind die drei Arbeitsgruppen, hier bilden wir vier AGs und los geht der Zug. Nehmt euch die Zeit, überprüft das, guckt nochmal auf die größeren gesellschaftlichen Themen, auf das Umfeld der Schule und nehmt euch Zeit für diese strategischen Fragen an der Stelle. So, ich springe mal ganz kurz, glaube ich, zu einem wichtigen Punkt, den ich euch noch mitgeben würde. Ich gucke nämlich so ein bisschen auf die Zeit. Das würde ich euch gerne noch zeigen wollen. Also ich nehme da mal kurz so 2, 3 Minuten noch Überzug raus. Wenn ihr jetzt sagt, okay, aber was, Björn, so sag mal ganz konkret, ne? Wir können zwar jetzt hier kein Schulentwicklungscoaching machen, so ich zu 100 Personen oder so, aber wie gehen wir denn da vor? Wie sieht so ein Prozess aus? Schulprogrammarbeit kennt ihr wahrscheinlich alle oder so die klassische Weise ist im Prinzip genauso wie auch Strategiearbeit funktioniert. Da steckt viel Know-how drin, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Was in den meisten Fällen ein bisschen kurz kommt, ist in Schulentwicklungsprozessen, ist das, was ihr hier nochmal seht, als vielleicht als spannender theoretischer Impuls, sich das mal näher anzugucken, ist so ein Theorie-U-Modell, das wir auch gerne in solchen Prozessen nutzen, das eigentlich nur aussagt, dass wir nicht zu verkopft und nicht zu theoretisch an auch so die Zielklärung gehen sollten. Und vor allem, das erlebe ich häufig nicht nur auf Kollegiumsebene, also nicht nur die Lehrkräfte, die Lehrenden, sondern eben auch mit der ganzen Schulgemeinschaft. Also was ist mit der Perspektive, dem Know-how der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, der Externen im Umfeld der Schule? Ne? Wie nehmen wir das mit und wie kriegen wir die so einen Prozess reingebaut, wo wir gemeinsam ganz viele tolle Perspektiven in den Raum bringen, wo wir gemeinsam Ideen entwickeln und auch gemeinsam in die Verantwortung gehen, sie umzusetzen. Ne? Also auch schöne Sachen kann man sich immer überlegen, aber dann auch zum Beispiel externe Akteure außerhalb der Schule auch zu verhaften dann, ne? Also mit einzubinden in die Umsetzung dann solcher Lösungsvorschläge. Deswegen mag ich dieses U-Bild, weil es wirklich heißt, dass man gemeinsam auch eintaucht in diese Problemwelt, Perspektiven versteht und auch gemeinsam in Lösungen arbeitet. Und wie so erste Schritte aussehen können, das ist vielleicht so ein bisschen das letzte Inhaltliche, was ich euch hier heute mitgeben möchte. Wie so ein Prozess aussehen kann, haben wir hier mal skizziert. Es gibt nicht diesen einen Standardprozess, der one fits all, aber es gibt bestimmte Formate, die genau auf das, was wir jetzt alles durchgegangen sind, einzahlen, nämlich verschiedene Perspektiven in den Raum bringen, SchülerInnen-Perspektive reinholen, nochmal wirklich 3 Schritte zurückgehen und sich hinterfragen, wo stehen wir eigentlich, welche Themen dieser Schule, also wenn ihr euch an diese 5 Cluster-Themen erinnert, ne, also Schulorganisation, Unterricht, Lernraumschule, das äußere Umfeld etc., dass wir das alles auch mit bedenken. Und deswegen ist ganz wichtig, dass ihr euch im Schulleitungsteam, im Schulvorstand da sehr klar seid. Wir gehen eigentlich immer nochmal in so eine Kulturanalyse und auch in eine SchülerInnenbefragung rein. Und dann ist es ganz wichtig, sehr früh einen gemeinsamen Kickoff zu haben, wo auch wirklich die Schulgemeinschaft auch in so einem Prozess, der dann agil laufen kann, auch einstartet. Ne? Und in diesen grauen Kästchen darunter haben wir einfach mal so mitgebracht, was für Formate wir, aber auch andere Akteure eben für diesen Kontext nutzen. Und wenn ihr dann neugierig geworden seid, ihr kriegt ja diese Aufzeichnung und die Präsentation im Nachgang und auch die Links zu uns auf der Webseite, wo ihr da auch nochmal mehr Informationen bekommt, was ist denn jetzt eigentlich so ein Anstoßworkshop und wie kann ich den konkret machen in meiner Schule. Ja? Das haben wir euch alles vorbereitet und das könnt ihr dann euch in Ruhe auch nochmal angucken. So, das war meine letzte inhaltliche Folie. Vielleicht noch 2 Wörter, weil du ja auch darauf Bezug genommen hast, auf unser, danke Anne, auf unser Buch und so. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was passiert hier. Kann ich das teilen? Nee, hast du mir schon weggenommen, oder? Ja, warte, ich war zu schnell. Moment, Moment, Moment. Ich dachte, es wäre schon soweit, entschuldige. Genau, was ich euch noch mitgeben wollte, dieses Buch ist zum Beispiel genau das, was wir auch heute machen. Einfach wissen, was wir haben, weitergeben. Also guckt euch das gerne an, vielleicht hilft euch das. Das sind ganz konkrete Anstöße zum Thema digitaler Unterricht und Methoden im digitalen Unterricht drin.
Wie ich gestern erfahren habe, ist es ein Bestseller geworden mittlerweile, aber also rein von den Verkäufen her, so, da steckt viel Liebe und viel Arbeit drin, werdet ihr merken, wenn ihr reingeht. Es wird vielleicht auch nicht das letzte gewesen sein. Gebt uns da gerne Feedback, wenn euch es geholfen hat und wenn es euch nicht geholfen hat, auch. Und ich wollte noch, das war so die Überleitung, wie können wir denn im Kontakt bleiben oder was könnt ihr machen vielleicht nach heute, weil es sollte ja auch nur einfach so ein Impuls sein zu dem Thema, mal Denkanstöße bekommen oder neue Ideen, wie ich da rangehe vielleicht an das Thema. Und das machen wir häufiger und meistens kommen dann einfach ganz viele Fragen, die wir nicht ad hoc einfach mal schnell über den Tisch geben können. Wir haben so ein kleines eben Selbstlernprogramm gebaut. Wir nennen das 12 Impulse für gute Schulentwicklung. Und da kriegt ihr einfach jede Woche, also einmal die Woche, eine E-Mail und auch einen Zugang zu so einem Padlet, jede Woche ein neues, wo ihr ganz konkret auch spannende Artikel, spannende Konzepte, Impulse bekommt, die euch helfen vielleicht auf diesem Weg. Und damit ihr das tut, und Marius, vielleicht kannst du den Link dazu auch einmal im Chat posten, müsstet ihr einmal diesen QR-Code quasi abscannen mit eurem digitalen Endgerät, also mit einmal dem Tablet oder mit dem Handy. Und dann landet ihr in so einer kleinen Umfrage, die hat nur drei Fragen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da am Ende eure E-Mail-Adresse hinterlassen und dann hört ihr quasi von uns und könnt in diesen 12-Wochen-Programm, also diese 12 Häppchen für Schulentwicklung auch reingehen, kostenlos einfach so als Hilfe für euch, damit ihr da auch gut weiter mitarbeiten könnt. So, Punkt. Genau, und gerne noch Fragen und ich bin für alles offen, was da kommt. Genau, super. Vielen Dank, Björn. Das war auf jeden Fall ein super spannender Vortrag und die Fragen zeigen auch, also wir werden nicht alle Fragen stellen können, weil es einfach zu viele sind und die wahrscheinlich auch sehr weitreichend, aber ich fange einfach mal an. Wie schafft man es, eher techniknicht-affine Kollegen für digitale Medien, Methoden und Prozesse zu begeistern? Schließlich kann die Schulleitung bezüglich Prozessen, Medien und Methoden keine Vorschriften machen, also Stichwort pädagogische Freiheit der Lehrkraft. Oder stecken ganz viele spannende Sachen drin. Also vielleicht die erste Reaktion, diese Frage, also nicht diese Frage erleben wir häufig, sondern dieses Problem ist quasi in allen Kollegien vorhanden. Also eigentlich immer. Und die einfachste Antwort, sagen wir mal, ne, die ich ganz schnell rüberschieben kann, ist genau das, was heute auch so ein bisschen meine Botschaft sein sollte an euch in diesem Raum hier, dass man den Scope, also das Fass eine Ebene größer aufmachen muss. Also eben nicht diese Frage, wie können jetzt diese iPads benutzen, welche Software machen wir, wie funktioniert das, sondern auch einmal den Kollegen und Kollegen der Schulgemeinschaft die Chance geben, über diese grundsätzlichen Fragen, wie wollen wir eigentlich hier lernen, wie wollen wir zusammen sein, auch darüber in den Austausch zu kommen und sich Gedanken zu machen, weil erst im zweiten Schritt kann ich ja dann überlegen, wie nutze ich genau das Tool oder die Hardware, die ich habe, oder welche neue Software, ne, brauche ich vielleicht oder welches neue Tool, um das umsetzen zu können. Also nur ein Beispiel, wenn ich mich in Richtung Lernbegleitung orientiere, dann gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Also Scoobies ist ein Partner von uns, die so eine Lernbegleitungssoftware anbieten. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, wie ich vielleicht auch niedrigschwellig mir da auch noch was holen kann, ein Tool, um das umsetzen zu können. Also die Frage kommt einfach als zweites. Und vielleicht noch der zweite Teil der Frage, kannst du den nochmal wiederholen, weil da war, Ja, glaube ich, noch was genau, Wichtiges. dass ja schließlich die Schulleitung keine Vorschriften machen kann, Stichwort pädagogische Freiheit der Lehrkraft, das war so der zweite Teil der Frage. Genau, das ist ein Aspekt, wo ich von außen komme, ne, aus Unternehmen, aus Organisationen immer ganz hellhörig werde. Denn tatsächlich ist Schule ein spezieller Ort, weil es wird immer noch diese Botschaft, es gibt immer noch dieses Mantra, dieser Glaubenssatz, ich sage noch jetzt mit Glaubenssatz, mein Unterricht, ne? Also es ist meine pädagogische Freiheit, hier was zu tun. Und es stimmt nicht. Ne? Und es stimmt auf zwei Ebenen nicht. Die erste Ebene ist, tatsächlich ist die Rolle der Schulleitung, der Schulbehörden vor Ort, ist schon die in der Form, als dass sie sehr stark Vorgaben machen können. Und das tun sie ja leider auch manchmal zum Leidwesen, was bestimmte Lernformen, Lernziele oder auch Tools angeht. Und ist auf der zweiten Ebene, würde ich auch sagen, Obacht vor diesem Glaubenssatz, also arbeitet mit dem, denn wenn ihr euch gemeinsam als Schule in Zukunft entwickeln wollt, ne, eine neue Form von Lernen etablieren, das könnt ihr nicht als einzelne Person, als einzelne Individuen, das könnt ihr nur als Gemeinschaft. Und das funktioniert auch nur zusammen. Also das heißt, ihr müsst auch genau mit dem Glaubenssatz, wenn der in eurer Schule so ein starker Treiber ist, dann müsst ihr auch da wirklich ganz offen umgehen.
Und ich kann euch nur sagen, ich kenne viele Schulleitungen aus Modellschulen oder solchen typischen Leuchtturmschulen und die sagen auch im Vertrauen ganz offen, ich habe die Hälfte der Mannschaft verloren, ne, auf so einem Weg. Also ne, wenn ich auf die letzten 5 Jahre zurückblicke, da sind auch ganz viele gegangen. Aber es sind ganz, ganz viele gekommen und die sind gekommen, weil wir nämlich uns wirklich bewusst auf den Weg gemacht haben und Dinge anders tun als andere Schulen. Da muss man aber, glaube ich, auch sich darauf einlassen, auf so einen Prozess. Okay. Dann die nächste Frage, wie können digitale Lernerfolgskontrollen den Unterricht immanent begleiten und somit der Lehrperson Rückmeldung über den Lernstand der Schülerinnen und Schüler liefern? Das ist eine sehr, sehr kleinteilige oder sehr technische Frage fast schon. Mhm. Ich würde sie mal auf der, also ich selber bin ja gar kein Pädagoge, ne? Was maße ich mir an, da jetzt was zu sagen? Obwohl ich natürlich da aus dieser Lernkulturentwicklungsebene und aus der Organisationsentwicklungsebene schon was dazu sagen kann, denn in der Erwachsenenbildung haben die ähnliche Probleme. Das Tool, was ich da nutze, ist ja nur ein Instrument. Ne? Und es gibt viele spannende Instrumente, also viele Tools, die mir ermöglichen, als Lehrkraft, als Lehrender in so eine Lernbegleiterrolle zu kommen, also beispielsweise digitale Lerntagebücher zu führen, Rückmeldesysteme, Feedbackmechanismen. Und das unterscheiden sich aber auch die Tools. Ne? Und da gucke ich eben, was brauche ich für das, wie ich mir das eben denke, pädagogisch-didaktisch. Ja? Deswegen steht das auch im Vordergrund als erstes zu tun. Und ich kann euch ganz offen sagen, ne? Eine hochdigitalisierte Schule mit den geilsten Endgeräten, der tollsten Software, die kann genauso altbacken, genauso auch mit alten Glaubenssätzen verhaftete Bildung machen, also ein Lernraum sein, wie eine Schule, die das nicht ist. Und gleichzeitig kann eine Schule, die keine Hard- und Software hat und nur mit Papier und Stift arbeitet, mega innovativ und auch sehr selbstorganisiert lernen. Ne? Das ist halt dann vielleicht ein Papier- und Stiftkrieg, aber es funktioniert. Und deswegen, die zwei Dinge sind nicht unbedingt direkt miteinander verknüpft. Okay. Gut, das heißt, Form follows Function gilt da dann auch. Also es ist, genau, gutes okay, Stichwort. Alles klar. Ja. Dann habe ich weniger eine Frage, eher einen Kommentar. Eine der größten Hürden scheint mir, sich ein Zukunftsbild zu machen, eine Idee, wofür Schule bilden muss, was Schülerinnen und Schüler brauchen werden, um es mit Charme zu sagen, von der Zukunft her zu denken und nicht immer nur aus der Vergangenheit zu schauen. Wir laufen Gefahr, dass Schule durch die fehlende Agilität und die langen politischen und administrativen Prozesse weiter für die Vergangenheit bildet. Kannst du das so bestätigen, Björn? Siehst du das auch so? Die Gefahr. Ja, das teile ich 100%. Auch die Zitation von Otto Scharmer, da kennt jemand auch die Theorie und so, das ist korrekt. Deswegen betone ich das auch immer wieder und möchte auch euch das als Hauptbotschaft von heute verstanden wissen, da wirklich auch nochmal einen Schritt größer zu denken. Ne? Wenn ihr als Schule unterwegs seid, denkt nochmal eine Schippe oben drauf. Und stellt euch auch nochmal wirklich die Sinnfrage, ne? Und auch diese Frage, wie wollen wir wirklich in Zukunft unsere Kinder, unsere Jugendlichen unterrichten, was für Lernraum wollen wir sein? Ich möchte aber auch wirklich betonen, weil man kann das auch in den falschen Hals bekommen. Es gibt ganz großartige Schulen, es gibt tolle Pädagogen, es gibt Menschen, die seit vielen Jahren sich bemühen oder auch erfolgreich solche Lernräume bauen und sogar auch manchmal in Schulen, in denen der Rest nicht unbedingt mitzieht, ne? Wichtig ist, glaube ich, jetzt, dass wir an einem Punkt sind, auch wirklich die Schule als Ganzes, also wirklich ganze Schulen sich auf den Weg machen müssen und wir aufhören müssen, dass wir das der Verantwortung von einzelnen engagierten Pädagogen überlassen, sondern dass wir auch gesellschaftlich im großen Ganzen in so einen Prozess kommen, dass wir peu à peu auch wirklich alle Schulen und das Schulsystem umbauen können in so eine Richtung, ne? Dass wir nicht in 20 Jahren zurückblicken und sagen, wir haben diesen Moment verpasst, ne? Könnte man heute schon so formulieren, ne? Ich will nicht ganz so böse sein in der Tonalität, aber ich glaube, man hätte auch schon früher sich diesen großen Grundsatzfragen stellen können. Genau, das war das, was wir genau auch eingangs ja schon gesagt haben. Der Druck war nie größer und auch der Wille zur Veränderung, glaube ich, bei ganz, ganz vielen und der Blick darauf, dass es auch die Notwendigkeit einfach gibt. Ja. Genau, die Karin hat sich schon dazugeschaltet. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr. Genau, wir haben noch ein paar Fragen, aber wie wir schon gesagt haben, also Björn hat es ja auch mehrfach erwähnt, er steht zur Verfügung. Wir leiten die Fragen weiter und nehmen Sie einfach gerne Kontakt auf mit dem Team von Bewirken. Ich glaube, die können Ihnen da in ganz vielen Punkten weiterhelfen und Sie auf einen guten Weg bringen. Genau. Das denke ich auch. Karin, wir leiten die Fragen gerne weiter. Und ja, wir müssen ein bisschen Auge auf die Zeit haben. Wir sind ein bisschen später, aber wir haben immer noch ganz, ganz viele Zuhörer. Also es war ein toller, spannender Vortrag. Björn, echt ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, heute war ein straffer Zeitplan, aber
Super, dass du bei uns warst. Wir haben uns echt gefreut. Das ist ganz, ganz klasse. Und wie gesagt, wir beantworten im Nachgang die Fragen und schicken Ihnen auch die Links. Wir hatten jetzt noch ein paar Anfragen nach dem Link. Das hat irgendwie nicht funktioniert im Chat. Ich würde sagen, das reichen wir nach, Björn, oder? Wollen wir es so machen? Unbedingt. Also ich Noch weiß nicht, da? funktioniert der Chat gar nicht oder Doch, ich habe jede Menge Fragen. Also Chat ist vielleicht, also in den Fragefenstern müsste der Link gesendet werden. Da kam bisher noch nichts. Ich denke, wir packen es jetzt dann einfach in die Nachgang-Mail. Perfekt. Ja, Genau, ich mit deiner genau. Präsentation. Was ich immer gerne mache, aber gerade bei solchen hatten wir jetzt nicht abgesprochen, Karin. Ich hoffe, das ist jetzt nicht unfein für euch, aber was ich gerne mache, wenn wir jetzt so auf so einem Kongress wären, ne, dann könntet ihr noch zu mir kommen, dann könnten wir noch 5 Minuten labern und sowas. Und das ist hier zu Recht nicht möglich. In dieser Großgruppe können wir das nicht tun. Ich habe tatsächlich aber so ein Habit mir angewöhnt, wenn ihr Lust habt. Ich habe jetzt quasi noch so ein Zeitfenster auch zur Verfügung, ne, also eine Viertelstunde. Und ich habe quasi so einen persönlichen. So ein Raum, wo ihr quasi, wenn ihr Lust habt, nochmal in den Austausch kommen könnt mit mir, ne, dass ich jetzt nicht so hier fliege und ihr könnt nicht mit mir interagieren. Also wer da Lust hat und irgendwie brennt, dann könnt ihr das tun. Also ich bin da jetzt einfach noch 15 Minuten im Nachklapp, dann könnt ihr da einfach reinkommen und dann könnt ihr auch gerne nochmal kurz schnacken und genau links dann einfach Karin, Anne, dann die schickt ihr einfach rum im Nachklapp und dann habt ihr alles zur Hand und könnt nur Kontakt aufnehmen. Genau, das ist doch super. Genauso machen wir es. Super. Ich würde sagen, ich Danke mache für mal die ganz kurz Einladung. weiter. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, also war toll. Hat uns super gefreut. Ich würde einfach jetzt gerade noch mal, ja, bin ich jetzt, so ist es, was zu unseren zukünftigen Webinaren sagen in eigener Sache. Wir haben am 10. Februar noch mal unser Produktwebinar zu Herd Campus. Wir zeigen Ihnen, was hinter dieser Webplattform steckt. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und wir haben am 26. Februar unsere nächste Herd Live at School Folge. Diesmal nochmal mit Werner Dulata, das ist ein bekanntes Gesicht. Der war letztes Jahr, Ende letzten Jahres schon mal da zum Thema Teams und Mindmanager. Und ja, das war so ein Riesenthema und es war so spannend und er hatte so viel zu erzählen, dass Teams einen ganz großen Platz hatte. Aber der Mindmanager ist tatsächlich ein bisschen kurz gekommen bei der Geschichte und das holen wir jetzt nach. Also es ist Teil 2 im Prinzip und wir laden Sie ein, teilzunehmen, dabei zu sein. Wir freuen uns total, wenn Sie dazukommen. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende unseres Webinars angekommen. Und wir bedanken uns, dass Sie dabei waren. Wir bedanken uns nochmal bei dir, Björn, bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Vielen, vielen Dank und tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend euch. Tschüss. Und viel Erfolg, viel Tschüss. Mut bei der Veränderung. Ja. Danke.